Ausrufezeichen aktiviert. Aufnahme beenden. So, hallöchen und willkommen zurück. Ah, jetzt habe ich wieder. Ob 26 Prompt, Highlight Prompt. Lautstärke Stimme der Mann. Stimme würdig Englisch. So, wir machen uns auf den Weg Richtung Boss. Wir sind jetzt auf Floor C. Wir müssen also jetzt noch 3 oder 4, ich bin mir nie sicher, bekämpfen. Ich glaube 3 und dann auf 14 ist ja der Restfloor. Ein Monster, wir haben keine Wahl. Dann machen wir dich mal platt. Mail, 1843, Mail Energy. Monster, 1843. 43, okay. Count to incoming, 16-0. Shell Parasite Lock, 14 HP, 69-69-10. Attack buff 10 powers, 0. Plated armor, 14-1. Fungi Beast Lock, 0 HP, 23-23-10. Attack 6 powers, 0. Spork Cloud 2. So, jetzt haben wir das zweite Hasse-Monster. Und das ist auch so eine Blocksau wie der Spheric Guardian. Und zwar der Shell Parasite hat nicht so viel Block, dafür aber deutlich mehr HP. Und baut halt diesen Block immer weiter auf. Aber jedes Mal, wenn man den Block ganz runterhaut, baut er ein bisschen weniger auf. Das ist hier diese Plate Armor oder Plated Armor oder wie auch immer. Eight. Hauptsache Platten. Wir machen den mal platt jetzt. 1. Spot Weakness 1, 2. Defend 1, 3. Rage 0, 4. Body Slam 0, 5. Strike 1, Potion 0. So, jetzt ganz unreflektiert Rage anwerfen. Mail. Defend anwerfen. Mail. Lock 8, Energy 2. Jetzt haben wir 2 Energie. One. Spot Weakness 1, 2. Body Slam 0, 3. Strike 1, Potion 0. So, und jetzt. Okay, dann machen wir die Spot Weakness auf das Fungal Beast. Das will ich erstmal platt machen an. Mail Energy 1, 1. Und das macht mir plus 2 Strength, genau, dann striken wir das einmal. Mail Lock 13, Energy 0, Monster HP 11, 23, Relic 4. Und jetzt können wir es noch mit dem Body Slam platt machen, hoffe ich. Mail 2, Vulnerable 2, Monster Count 1, Incoming. Genau, wunderbar. Und sind Mail, auch 0, safe. Strength 3, 1, ja, doch. Vulnerable 2, Monster Lock 0, Mail Lock. Das funktioniert jetzt einigermaßen. Count 1 incoming, 27-0. Shell Parasite Lock, 14 HP, 69-69-10. Attack Depth of 27 Powers, 0. Plated Armor 4. Seht ihr, 27 Power. Diese blöden Blockviecher machen auch noch Schaden wie Sau. Das sind nicht nur Scheißritter, die machen auch noch Schaden, wie blöd. 1. Flame Barrier 2-2. Bash 2-3. Cleave 1-4. Blood for Blood 4-5. Impervious 2 Potions, 0. So. Aber wir haben jetzt ein bisschen Defense auch. Wir können Flame Barrier anwerfen. Mail, Lock 16, Energy. 1, Bash 2, 2, Cleave 1, 3, Blood for Blood 4, 4, Impervious 2 Potions. Impervious Red Mail Cost, 2 Type, Skill Gain 30 Block, Exhaust. Es tut mir leid, dass ich immer nachgucke, was diese Karte ist, aber ich vergesse es von Monster zu Monster. So, wir cleave ihn, weil was anderes können wir nicht machen. Mail, Energy, 0, Relic 4. Und. Monster, Lock 0, Mail, Lock 0, Health, 67. Count 1 incoming, 10-0. Shell Parasite Lock, 14 HP, 63-69-10. Attack of 10 Powers, 0. Oh, tatsächlich, wir haben ihn was abgezogen. Wir sind durch seinen Block gekommen mit der mit dem Schaden von der Flame Barrier anscheinend. 1, Clash 0-2, Defend. Ach, ich bin. Count 1 incoming, 10-0. 10 Schaden, ja, das ist ja one, okay. Clash 0-2, Defend 1-3, Defend 1-4, Rupture 0-5, Spot Weakness 1 Potions, 0, Ancient. So. Rupture Red Uncommon Cost, 0 Type. Power whenever you lose HP from a. So, Rupture werfen wir mal Mail, an. One, Rupture 1. Dann machen wir Mail, die beiden. Mail, Lock 12, Defend. 1, Clash 0-2, Spot Weakness 1 Potions, 0. Dann machen wir noch Spot Weakness. Mail Energy 0-0. Und jetzt können wir nämlich den Clash einsetzen one. Und der sollte jetzt ganz schön Schaden machen. One. Clash 0 Potions 0. Ancient Potion 1. Clash Red Common Cost 0 Type. Attack can only be played if every card in your hand is an attack. Deal 20 Damage. 20 Damage? Theoretisch sogar noch mehr vielleicht. Ich bin. Manchmal wird der Zusatzschaden durch Buffs angezeigt, manchmal nicht. Relic 4. Eternal Feather 3. Nunchuck. Warte, ich mach mal kurz Hide Relic. Weil das ist. Man kann die verschiedenen Buffer verstecken, wenn man Hide Buffername schreibt. Und er blendet die Buffer halt manchmal ein, also den Relic-Buffer zum Beispiel, die anderen heile ich nicht, aber der Relic ist immer sehr im Weg, wenn es zu viele Relics werden. So, jetzt beenden wir mal. Mail, Lock 2, Mail, Lock 0, Energy 3, 2, Flip. Count 1 incoming, 12, 0, Shell Parasite Lock, 13 HP, 57, 69. So, 57, viel haben wir ihm trotz des ganzen Schadens nicht gemacht, weil er so viel Block hat, aber er macht jetzt ein bisschen weniger Block und er macht noch nicht so viel Schaden gerade. 1, Blood for Blood 3, 2, Impervious 2, 3, Defend 1, 4. Body Slam 05, Flame Barrier 2 Potions. So, jetzt könnten wir Blood for Blood benutzen, haben aber keinen Block dann. Insofern mache ich lieber Flame Barrier Red an. Die Flame Barrier an. Mail, Lock 12, Energy. Defend Red Basic. Und Defend an. Mail, Lock 18, Energy 0.
Body Slam Red Comet. Denn dann können wir anständig. Monster, Lock, 0 HP, 4616. Body Slam, bam, seht ihr? Block schon runtergehauen und jetzt kriegt er noch ein bisschen extra Schaden. Layer, Lock, Layer, Monster, Layer. Count 1 incoming, 18-0. Shell Parasite Lock, 12 HP, 34-69. Das hat die wehgetan, aber jetzt will er auch mir wieder wehtun. 1, Bash 2-2, Strike 1-3, Rage 0-4, Cleave 1-5, Spot Weakness 1 Potion 0. Okay, wir machen die Rage an. Layer 2, Rage. Wir machen den Bash an. Layer Energy 1, Layer Lock 5. 1, Strike 1-2, Cleave 1-3, Spot Weakness 1 Potion 0, Ancient Potion 1. Lock 5 health, 67-93 energy, 1 power. Das wird jetzt sehr wehtun. Layer, lock 10 energy. Wir haben zwar 10 Block, aber trotzdem. Layer. 8 Schaden kriegen wir. Layer, lock 0 health, 59. Away. Count 1 incoming, 12-0. Shell parasite lock, 10 HP, 1069. Okay, jetzt aber fast tot. 1. Flame barrier 2-2. Impervious 2-3. Blood for blood 2-4. Defend 1-5. Defend 1 potion. Ich kann einfach ganz unreflektiert. Ah, wobei. 3. Ja, komm doch. Layer Energy 1, Monster Count 0, Incoming 0, Layer Health 65-93, Gold. Choices 1, Attack Potion 2, Card, Layer, Gold. Attack Potion, die können wir jetzt leider nicht nehmen, weil wir schon welche haben. Die macht, glaube ich, mehr Strength oder so. Choices, Skip 1, Rage 2, Walkry 3, Clothesline. Walkry? Walkry Red Common Cost, 0 Type. Skill Draw 1 Card, Put a Card from your hand. Ach, das ist wieder so eine Ziehkarte. Wie gesagt, ich glaube, die Ziehkarten sind eigentlich ganz geil, aber ich, irgendwie sind, mag ich sie nicht. Clothesline Red Common Cost. Type. Attack deal 14 damage, apply 3 weak. Ah, das ist viel Schaden für. Na, nee, aber die ist mir zu teuer. Oh, oh, und ja, okay, sie macht den Angriff des Choices Gegners schwächer, das ist one, ganz geil, aber dafür ist sie ein bisschen teuer und ich habe schon Flash. So. Insofern habe ich jetzt geskippt und das nächste Monster will auch aus Gesicht. Jetzt können wir schon langsam drüber nachdenken, dass wir wahrscheinlich bis zum Rest vor dem Boss kein Rest mehr sehen werden und müssen halt dementsprechend gucken, dass wir sparsam mit den HP sind. Wir haben jetzt 65 from 93 und wir möchten am Ende eigentlich gerne unser Maximum haben. Count to incoming 10-0. Burnt lock 0 HP 25-25 intent. Buff powers 0. Flight 3-1. Chosen lock 0 HP 95-95 intent. Attack 5x2. Ja, ein Chosen. 0. Bird. Und ein Bird? Lock 0-0. Bird. Also, entweder ich erkenne ihn jetzt gerade nicht, weil er Englisch ausgesprochen wird, oder ich habe den noch nie gesehen. Was komisch wäre. Lock 0 HP 25-25 intent. Buff powers 0. Flight 3. Plan. Der fliegt, das heißt, er hat irgendwie, warte, Power Monster 0-0. Power of Light receives 15 less attack damage, cancel the dealt attack damage 3 times in one turn. Blank receives 15 less attack damage, cancel the dealt attack damage 3 times in one turn. Okay, er kriegt also, ich bin nicht ganz sicher, aber er kriegt deutlich weniger Schaden jedenfalls. 1, Cleave 1-2, Rage 0-3, Defend 1-4, Impervious 2-5, Body Slam 0 Potions 0. Trotzdem macht er so, hat er so wenig HP, dass ich mir jetzt gerne aufs Maul hauen will. Aber erstmal Rage. 1. Cleave 1-2, Defend 1-3, Impervious 2-4, Body Slam 0 Potion. So, Defend machen wir an. Layer, Lock 8, Energy 2. Und dann machen wir. Layer, Energy 1, Layer, Lock 13, Monster HP 21-25, 0. 1, Impervious 2-2, Body. Und jetzt noch den Body. Layer, Lock 18, Monster HP 15-25, Monster. Layer, ah, und ihr seht, er hat deutlich weniger Schaden gekriegt. Er lebt noch, obwohl ich ihm ganz schön Schaden gemacht habe schon. Count 2 incoming 10-0. Bird lock 0 HP 15-25 intent. Attack 2x5 powers 0. Strength 1-1. Flight 3-1. Chosen block 0 HP 87-95 intent. Chosen block so buff so vor sich hin. 1. Defend 1-2. Flame barrier 2-3. Clash 0-4. Rupture 0-5. Clash 2 potions 0. Rupture red on com. Rupture werfen wir mal an. Layer powers 0. 1. Defend 1-2. Flame barrier 2-3. Clash 0-4. Clash 2 potions 0. Ancient. So und jetzt könnte ich Clash benutzen, dafür muss ich aber alle Defend-Karten ausspielen, aber okay. Dann Layer Lock 16, Energy 1-1. Flame Barrier und Defend. Layer Lock 24, Energy 0. Und dann machen wir Clash auf die 0. Monster HP 825, Monster 1, Flight 2. Und er lebt tatsächlich immer noch. Das Flight macht ihn ganz schön zäh. Layer Lock 20, Monster HP 2. Layer Lock 0, Energy Count 1 incoming 10-1. Chosen Lock 0 HP 87-95 intent. Attack level 10. Ah, aber er hat sich selber abgemuckt. Er hat mich zweimal mit jeweils 5 Schaden angegriffen und beide Male 6 Schaden gekriegt von der Flame Barrier. Das heißt, der ist jetzt Mausetot. Und jetzt kriegen wir was von dir? Ich
kann mir ja nichts merken. DN. Lock Zip 1. Chosen. Incoming 10. Ja, der macht jetzt 10 Schaden. Der hat hauptsächlich HP, der Chosen. Defend Red. 1. Defend 1, 2. Spot Weakness 1, 3. Blood for Blood 4, 4. Strike 1, 5. Flame Barrier 2 Potions 0. So, warum auch mich die Flame Barrier jetzt schon wieder habe, aber dann machen wir sie halt auch an. Flame Barrier Red on Common Cost. Mail Lock 60. 1. Defend 1, 2. Spot Weakness 1, 3. Blood for Blood 4, 4. Strike 1 Potions 0. Und strike ihn einmal. Monster HP 78, 9. Und das war's auch schon. Verletzt dich bitte selber. Mail Lock 6. Monster HP 72, 9. Schön. Count 1 incoming, 27-1. Chosen blocks. Jetzt kommen auf einmal die richtigen Schadenswerte hier raus. 1. Body Slam 0-2. Days 3. Bash 2-4. Clash 0-5. Cleave 1 Potions 0. Ancient Potion 1. Na gut. Days Colorless Common Type. Status Unplayable. Jetzt habe ich hier eine Statuskarte von ihm gekriegt. Body Slam 0-2. Days 3. Bash 2-4. Clash 0-5. Cleave 1 Potions 0. Ancient Potion. Oh, Kinders. Und ich krieg quasi gar keine Defense raus. Also, gar keine. Body Slam Red Common. Days Colorless Common. 1. Body Slam 0-2. Days 3. Bash 2-4. Clash 0-5. Das heißt, das wird jetzt alles sehr weh tun. Gut, dann werfen wir in ein... Male Energy 1. Monster HP 64. Dings an den Kopf. Ein Bash. Kann ich das nicht... 1. Body Slam 0-2. Shit. Days 3. Clash 0-4. Cleave 1 Potions 0. Clash kann ich nicht spielen, weil es weil ich diese Days im Dings hab. Das ist natürlich scheiße, weil Statuskarten kriegst du recht schnell. Und darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Dann wird dieser schöne starke Angriff blockiert. Male Energy, Zero, Monster HP, 50-90. So, und Body Slam macht einfach null Schaden. Hätte ich nicht spielen müssen, ist ja auch egal. Oh, jetzt. Oh, shit. Male Health, 38, was habe ich gerade noch gesagt über. Ah, der macht nichts und über. Oh, wir müssen aufpassen wegen dem Boss. Count 1 incoming, 15-1. Chosen block, 0 HP, 52-9. Jetzt haben wir gerade wirklich relevant viel HP verloren. 1. Defend 1-2. Defend 1-3. Impervious 2-4. Rage 0-5. Blood for Blood 3 Potions 0-8. So, jetzt können wir Rage anwerfen. Male 3. Rage 5. Das gibt mir 5 Block aber nur. 3 Code 2 Code und Defend 1. Und das Monster Count hat 1, noch... 1. Chosen Block 0. HP 52-95. Er hat auf jeden Fall noch zu viel HP. 1. Defend 1-2. Defend 1-3. Impervious 2-4. Blood for Blood 3 Potions 0-8. Das heißt ich... Layer Block 8 Energy 2. Layer Block 16 Energy. Ich mach 2 Defend und lass die Layer. Schönen Angriffskarten leider liegen. Layer Block 1-2. Vulnerable 3 Layer... Count 1 incoming, 27-1. Chosen Block. Jetzt geht das schon wieder los. 1. Strike 1-2. Days 3. Clash 0-4. Body Slam 0-5. Flame Barrier 2 Potions 0. Flame Barrier... Ja, es geht... ungefähr so weiter wie letzte Runde. Strike 1-2. Days 3. Clash 0-4. Body Slam 0 Potions 0. Wann ist der denn so pervers böse? Ich hab den nicht... Ich hab den echt als relativ harmlos in der Erinnerung. Monster HP 27-95. Gut, jetzt hat er auch schon ganz schön aufs Gesicht gekriegt, aber ich krieg nochmal richtig eine gelangt. Nochmal. Seht ihr? 27 HP. Scheiße, Leute. Das war richtig übel, der Kampf. 1 incoming. 0-1. Chosen block. 0 HP. 21-90. 1. Defend 1-2. Cleave 1-3. Days 4. Days 5. Spot weakness 1 potion. 0. Ancient potion 1. Und jetzt geht's ähnlich kacke. 1 incoming. 0-1. Weiter. Days colorless common type. Male energy 2. Ich kann ihm zwar eine... Defend 1-2. Cleave 1-3. Days 4. Days potions 0. Ich kann ihm nur das verpassen und Male energy 1 monster HP 1395. Das hier. Und jetzt muss ich warten, dass ich was besseres kriege, um Male ihn 3, weak and 3, platt zu machen. Count 1 incoming 21-1. Aber 1. Days 2. Bash 2-3. Days 4. Impervious 2-5. Rage 0 potions 0. Ancient potion 1. So, mit etwas 5. Glück. Bash red basic cost 2 type. Attack deal 6 damage. Apply to vulnerable. Ach Gott, nur 6 Schaden. Count 1 incoming 21-1. Chosen block 0 HP 1395 intent. Attack 21. Impervious red rare cost. Gut, dann muss ich jetzt hier meine Superblockkarte ausspielen. Male block 30 energy 1. Und 1. Days 2. Bash 2-3. Days 4. Rage 0 potions 0. Ancient potion 1. Liquid memories 2. Skill potion. Ich kann tatsächlich mal die Potion 3. Potion Hose 2. Die dritte Potion.
ausprobieren, weil dann kriege ich irgendeinen Skill, der hoffentlich was taugt. Choices, skip 1, disarm 2, flex 3, bloodletting. Disarm red uncommon cost, 1 type, skill enemy loses 2 strength, exhaust. 1. Flex red common cost, 0 type, skill gain 2 strength, at the end of his turn, lose 2 strength. Bloodletting red uncommon cost, 0 type, skill lose 3 HP, gain R. Use 3 HP für Energie. Puh, das ist ein schwieriger Handel. Er hat jetzt gerade zum Beispiel gar nicht so schlecht, weil ich 3 HP verliere zwar, von denen ich schon nicht mehr viele habe, aber dafür könnte ich noch einen Angriff spielen. Aber wenn ich das langfristig... Andererseits habe ich tatsächlich recht viel HP. Ich habe 93, wenn ich überlebe. Komm, wir nehmen ihn. Wir versuchen es mal damit. 1, Days 2, Bash 2, 3, Days 4, Rage 0, 5, Bloodletting 0, Potions 0. Lay. Lay of Health, 24, 93, Energy 2, 3, Strength 1, 4, Weapon 3, Lay of Lock 35, Energy 0, Monster HP 7, 90. Lay of 2, Strength 1, 3. Lay of Lock 0, Energy 3, 3, Weapon 2, Monster Incoming 13. 1, Spot Weakness 1, 2, Cleave 1, 3, Body Slam 0, 4, Blood for Blood 1, 5. Dazed Potions, 0. So, wir benutzen als erstes 4. Spot Weakness. Layer End. Dazed Colorless Comet. Und Blood for Blood. Blood for Blood. Hoffentlich Layer reicht Energy das. One. Monster. Layer Health. Puh, ja, meine Güte. Choices 1. Card. Layer. Gold Colonel. Also diese zwei... Die Chosen, der war richtig übel. Ich hab den noch nie so ausrasten gesehen. Choices. Skip 1. Shrug it off. 2. True Grit. 3. Metallicize. So, Shrug it off. Shrug it off. Red Common Cost. 1 type. Skill gain 8 lock. Draw 1 card. True Grit red common cost, 1 type, skill gain 7 lock, exhaust 1 card at random. Metallicize red uncommon cost, 1 type, power at the end of your turn, gain 3 block. At the end of your turn, gain 3 block. Na, aber eigentlich machen die den Kohl selten fett. Also ich skippe mal. Choices. Je länger man spielt, desto öfter skippt man. Choices, return, floor colon 12, x colon 0, 1, shop 1. Okay, ein Shop. Choices, proceed, 1, shop. Choices, leave, 1. Purge 52, Rampage 68, 3, Pommel Strike 20. Ah, jetzt kann ich offenbar immer purgen, weil ich dieses Artefakt hat, das Purge billiger macht. Rampage Red Uncommon Cost, 1 Type, Attack Deal 8 Damage, Increase this card's damage by 5 this combat. Okay, ich will aber eigentlich gar keinen. Pommel Strike Red Cost, Flex Red Common Cost, 0. Flex habe ich. Luck Embrace Red Uncommon Cost, 2 Type, Power whenever a card is exhausted, draw 1 card. Good Instincts Colorless Uncommon Cost, 0 Type, Skill Gain 5 Block. 5 kostenlose Block. Clear Potion Blessing of the Forge Common upgrade all cards in your hand for the rest of combat. Potion Weak Potion Common apply 3 Weak. Okay. Potion Blessing of the Forge Common upgrade all Blessing of the Forge upgrade all cards in. Die nehme ich mal mit für den Bosskampf. Das schadet sicher nicht. Choices 1. Pommel Strike 23. Layer Gold Colon 36. Und damit bin ich pleite. Choices, proceed, 1. Also ich könnte den einen, aber die habe ich ja schon entschieden, dass ich ihn nicht will. Colon 13, X colon 1, 1, unknown 2. Unknown, oh Gott, hoffentlich ist das kein Monster. Monster, count 2, 0. Natürlich ist es ein Monster, ah. Ich glaube, ehrlich gesagt, langsam, wir werden den Bosskampf nicht überleben, weil wir haben jetzt noch ein Monster, dann können wir zwar einmal resten, aber trotzdem, ich glaube... Count 2 incoming, 20, 0. Centurion Lock, 0 HP, 77, 77 intent, attack 12, 1. Mystic ah, Lock, 0 das ist wieder die Centurion Mystic Kombi. 1. Flame Barrier 2-2, Rupture 0-3, Clash 0-4, Bash 2-5, Defend 1 Potions, 0. Und die wollen gleich zu Anfang an auch nicht durchlegen, aber... Layer Powers, 0. Wir können... Layer Lock, 16, Energy. Die Flame Barrier. Clash 0-2, Clash 2-3, Defend 1 Potions, 0. Defend. Layer Lock, 24, Energy, 0. Und jetzt können wir ihn... Einmal aufs Mal A winnen. Ah, ich muss auswählen. Jetzt ist Monster HP 6377. Sehr schön. Und diese Runde sollten jetzt nichts tun. Layer Lock 12, Monster HP. Count 2 incoming 12-0. Centurion Lock 0 HP 577. Ah, sehr schön. 1. Body Slam 02. Rage 03. Blood for Blood 44. Impervious 25. Strike 1 Potions 0. So, und jetzt werde ich tatsächlich die Impervious exhausten. Das ist zwar ganz schön früh, aber. Was soll's? Wir haben hier Body Slam Strike Red Basic Cost auf one der time. Hand. Layer Energy 2, Layer Lock. Impervious Red.
Mail, Lock 27, Energy. Jetzt machen wir nämlich. Mail, Lock 32, Monster HP 2177. Richtig schön Schaden. Die Was End. Haben wir jetzt noch auf der Hand? Blood for Blood Redon kommen. Ah ja, gut. Mail, liegt da halt planlos Mail, rum. Lock 20. Monster HP 3777 HP 5151 Mail Lock Zero Energy. Hä? Hab ich nicht ganz viel Block gehabt? Lock Zero Health 3093 Energy 3 Powers 30 ist halt schon. Count to incoming 00 Centurion Lock Zero HP 377. Nee, das war das Monster, das Schaden gekriegt hab. Ich war schon verwirrt. 1903 1 Cleave 12 Spot Weakness 13 Defend 14 Defend 15 Flame Barrier 2 Potions 0. Okay, was kriegen wir? Count to incoming, 0, 0. Oh, kein Schaden, das ist schön. 1, Cleave 1-2, Spot Weakness 1-3, Defend 1-4, Defend 1-5, Flame Barrier. Dann benutzen wir mal das. Ach, Spot Weakness können wir natürlich auch nicht benutzen. Layer Energy 2. Das heißt, wir benutzen einfach nur Cleave. Layer Energy 1, Monster HP 2977. 1, Defend 1-2, Defend 1-3, Flame Barrier 2 Potions 0, Ancient Potion 1, Liquid Memories 2. Und das war's dann. Monster Lock 15, Monster HP 457. Ja, da wird er geheilt. Count to incoming 20-0. Und wir wieder anständig Schaden machen. 1, Strike 1-2, Defend 1-3, Bash 2-4, Clash 0-5, Rage 0 Potions 0. Aber gut. Rage Red on Cop. Rage. Defend. Mail Lock 8, Energy 2. 1, Strike 1-2, Bash 2-3, Clash 0 Potions 0, Ancient Potion 1. Und jetzt noch Bash. Mail Lock 13, Energy 0, Monster HP. Und Clash. Mail Lock 18, Monster HP 1677. Sehr schön. Lock 18, Health 3093, Energy 0, Powers 0. Keine Energie mehr leider, aber fast allen Schaden geblockt. Mail Lock 0, Mail Lock 6. Mail Lock 0, Health 2893. Und Count to incoming 12-0, Centurion Lock 0 HP 1670. Und der Centurion ist fast tot. Body Slam 0-2, Blood for Blood 3-3, Spot Weakness 1-4, Cleave 1-5, Defend 1 Potions 0, Ancient. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich schauen, von wem der Angriff kommt. Count to Intent Attack 12, HP 60, Lock 0-0, Incoming 12, Count to Incoming 0, Lock 0-0, Centurion. Das ist nur der Centurion, der angreift, das heißt Run. Body Slam 0-2. Blood for Blood 3-3. Spot. Wir machen jetzt einfach Blood for Blood auf den. Player Energy 0, Monster Count 1, Incoming 0-1. Jetzt kriegen wir keinen Schaden mehr. Gut, wir haben auch keine Energie mehr, aber das macht ja nichts. Und jetzt Player müssen wir noch den Mystic verprügeln. Das ist gut gelaufen, Leute. Das mit dem Centurion rumhauen klappt voll gut. Was mich mega freut, weil früher hatte ich an den unfassbar Probleme, weil ich immer versucht habe, den Mystic platt zu machen und dann hat der sich geheilt und den Centurion geheilt. Das war alles sehr kacke. Count 1, Incoming 0-1. Mystic Lock. Und 1, Clash 0-2. Flame Barrier 2-3, Rage 0-4, Defend 1-5, Defend 1 Potion 0. Jetzt kann ich ja einfach Dinge verprügeln, so wir machen ganz viel. Ah ne, wir können nicht. Rage 5-2, Frail 1-1, Clash 0-2, Flame Barrier 2-3, Defend 1-4, Defend 1 Potion 0. Ne, wir kriegen nicht alles weggespielt, glaube ich. Oder haben wir zufällig gerade genug? Lock 0 Health, 2893 Energy, 3 Powers. Ne, wir müssen leider eine Runde warten, weil nur das Flash da ist. Count 1 incoming 10-1, Mystic Lock. Jetzt will er tatsächlich Schaden machen, die Sau. 1, Strike 1-2, Bash 2-3, Defend 1-4, Spot Weakness 1-5, Cleave 1 Potions 0. Und ich hab nur ein Defend. Mail Lock 8 Energy. Mann, ich dachte gerade schon, ich kann ein paar HP heilen. 1, Strike 1-2, Bash 2-3, Spot Weakness 1-4, Cleave 1 Potions 0. So, aber dann müssen wir es halt jetzt mit dem. Mail Energy 0, Monster HP 4351. Ne, ihr seht, der hat noch 43 Health, nachdem ich ihn einmal mit Bash gehauen hab. Den hätten wir jetzt auch nicht in der einen Runde klein gekriegt. Mail Lock 0, Health 26. 1, Rage 0-2, Clash 0-3, Defend 1-4, Blood for Blood 2-5. Defend 1 Potion 0. Jetzt sieht's aber Potion nicht ganz gut aus. Count 1 incoming 10-1. 1, Rage 0-2, Clash 0. Wir machen Rage. Layer 1, Rage 5-2, Frail 2-1, Clash 0-2, Defend 1-3, Blood for Blood 2-4, Defend 1 Potion 0. Wir machen. Jetzt müssen wir uns entscheiden, aber wir machen ein Defend. Layer Lock 6, Energy 2. Und jetzt ein Blood for Blood. Layer Lock 11, Energy 0, Monster HP 1651. Die Wand können wir jetzt leider. Das Dings können wir jetzt nicht mehr einsetzen. Mail 1. Mail Lock 1-1. Rail 4. Mail Lock 0. 1. Body Slam 0-2. Flame Barrier 2-3. Count 1 incoming 0-1. Mystic Lock 0 HP 1650. Okay. Wir Body können jetzt einfach die Flame Barrier anwerfen. 1. Body Slam 0-2. Defend 1-3. Rage 0-4. Defend 1 Potion 0. 8. Und das Defend. Mail Lock 18. Mail 2. Einmal die Hand. Mail Lock 23, Monster Count 0. Da ist er tot. Choices 1,
card, player, gold. Immerhin, 2 HP haben wir damit gewonnen. Choices, skip 1. Feel no pain, 2. Rupture, 3. Clothesline. Feel no pain, das wäre ja hübsch. Feel no pain, red on common cost. 1 type. Power whenever a card is exhausted, gain 3 block. Gain 3 block. Na, nee, ich habe nur eine exhausted Karte drin und die... Rupture, red on common cost. 0 type. Power whenever you lose HP from a card, gain 1 strength. Ich bin durch, die habe ich schon. Okay, nichts Nützliches hier. Choices, return, floor colon 14, x colon 2, 1, rest 1, 2, rest 3. Ja, Kinder. Choices, 1, rest 2, Smith, player, health, 38, 93. 38, seht ihr? 38? Immerhin. Ach so, das ist das Artefakt. Jetzt können wir einmal heilen. Choices, proceed, player, health, 65, 93. 65, ihr seht es. Choices, return, floor colon 15, x colon 1, 1, boss. Und hier kommt der Boss. 1908. Und die Folge ist, lass mich kurz rechnen, 43, 53, ja, die Folge ist über 20 Minuten lang. Ja, Kinders, das ist nicht gut gelaufen. Der Auserwählte hat uns auserwählt, um niedergeprügelt zu werden. Und jetzt stehen wir mit 30 HP zu wenig vor dem zweiten Boss, der schon ziemlich zach ist. Ja, ich weiß nicht, ob wir das überleben, aber wir werden es nächste Folge rausfinden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns final mit dem zweiten Boss anlegen und schauen, ob wir scheitern oder nicht.